Herzlich willkommen, Leute, zu einer weiteren Folge Stray. Hier mit mir, MacMo. Schön, dass ihr reinschaut. Heute geht's wieder weiter mit unserem kleinen Kater, der sich jetzt irgendwie da in diesen komischen Dingern da aufgemacht hat, ganz alleine. Wir sind jetzt auf dem Weg, diese komische Waffe zu finden. Von dem, ich weiß gar nicht, wie der Typ heißt, aber den sein Papa eben, Doc eben, er hat so eine Waffe erfunden. Ich habe den Namen wirklich vergessen. Ist ja auch jetzt egal. Auf jeden Fall, wir sind gerade in der Sackgasse angekommen und hoffen, dass wir da noch lebend wieder rauskommen. So, fangen wir einfach mal an. Schauen wir mal, was kommt. Steht zu befürchten, dass jetzt ganz viele Surks auftauchen, wir wieder weglaufen müssen. Diese Dinge sind so eklig. Aber es gibt vielleicht auch die Möglichkeit, dass wir eine Waffe jetzt finden, mit dem wir die Surks besiegen. Vertreiben zumindest. Oh mein Gott, ich glaube, wenn wir da runtergehen, da unten sehe ich sie schon. Dann geht's los. Oh nein, da müssen wir rennen. Okay. Geht ja gut los, oder? Da kommen wir nicht mehr hoch. Wir müssen schlau sein jetzt. Jackson. Jawohl. Sehr gut. Und hoch, 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 hoch. Während sie runtergehen, gehen wir hoch. Oh nein, so viele hängen an mir dran. Okay, sehr schön. Müssen wir irgendwie hoch? Nein, wir müssen nicht hoch. Wir müssen runter. Wir müssen hier lang. Oh, scheiße. Da können wir hoch. Schnell! Oh Gott. Ich glaube, wir sind erstmal safe. Oh, weil das können sie nicht. Können nicht so hoch. Gott. Ah. Ja. Hilfe! Ja, wo sollen wir denn da hin? Bringt uns das? Achso, wenn wir da wieder zurückspringen, dann schwingt es in die andere Richtung. Dann kommen wir da rüber. Oder? Ah ne, wir müssen jetzt nochmal drauf. Dann schwingt es weit hin. Okay. Verstehe, verstehe. Man muss ein bisschen die Physik hier ausnutzen. Okay. Oh ne. Was passiert hier? Wir müssen das lenken. Fuck! Verrückt! Oh nein. Okay, es scheint ihm noch irgendwie gut zu gehen. Heftig. Das war ein echt heftiger Sturz. Doc sollte in der Nähe sein. Weit ist es nicht mehr. Oh. Ah, wir haben uns wehgetan. Weil, vielleicht wisst ihr das schon, eine Katze muss dann laufen. Eine Katze muss laufen, dann verläuft sich der Schmerz wieder. Und schnurren. Eine Katze hat so gute Selbstheilungskräfte, das ist der Hammer. Schaut, der läuft schon wieder nochmal. Es ist wirklich so. Sie können sogar ein gebrochenes Bein selbstständig, ja, auskurieren. Voll verrückt. Katzen sind super erstaunliche Lebewesen. Also hier ist nichts mehr, oder? Gehen wir weiter. Hey, ganz hoch, ne? Ich höre schon wieder Geräusche hier. Da hoch. Können wir denn da hin? Ja, wir können da hin. Ich hoffe, wir haben nichts übersehen, aber ich glaube nicht, dass man da hoch kann. Nicht wirklich. So verwinkt uns das Spiel auch wieder nicht. Okay. Vielleicht treffen wir ihn ja gleich mal unseren. Wie auch immer. Hier geht's weiter, aber was ist da oben bitte? Doch was? Erinnerung vielleicht. Was scheint hier zu sein? Zwei Wege? Wir könnten hier runter, schaut mal. Okay, gehen wir noch nicht. Gehen wir noch nicht. Ich glaube, hier geht es tatsächlich dann weiter. Ne? Das ist hier vielleicht eine Abzweigung oder so.
Oh, schaut mal. Oh, ist es vielleicht unser Doc? Der Wissenschaftler, für den ich arbeitete, sagte immer, er wolle sich in ein kleines Häuschen zurückziehen und den ganzen Tag angeln. In der Stadt war das natürlich nicht möglich und das hätte seit mindestens 100 Jahren auch keiner mehr machen können. Was wäre, wenn wir uns in der Außenwelt ein kleines Häuschen mit einer harmlosen Angelrute und einem Haufen Bücher suchen würden? Ich glaube, da, genau das hätte der Wissenschaftler gewollt. Das sollten wir Docs suchen. Ah, krass, wir könnten uns hier sogar hinlegen. Ist das der Wissenschaftler, weil er hier angelt, oder? Tja, stimmungsvolles Bild. Das zoomt jetzt hier von alleine raus. Schon erstaunlich. Das ist eine Angelrute, definitiv. Oder er würde keinen Fisch anbeißen bei der Plörre da. Okay, wir stehen auf. Stecken auch Messer in dem Brett. Was hier abging. Frag mich, ob das der Wissenschaftler war. Ja. Okay, hier oben geht es also dann tatsächlich weiter. Glaube ich, hier steht uns ein Angriff bevor. Ganz übel. Hier ist ein Ball. Gegenstand, hier muss ein Gegenstand rein, okay. Müssen wir finden. Ein Stromgenerator, aber er scheint irgendein anderes Teil zu benötigen, um zu funktionieren. Okay, wir gucken gleich mal. Ich glaube, wir werden hier von den Surks überrascht. Das sieht halt einfach so aus, leider. Fuck. Ich frage mich, wann wir es triggern. Gottes Willen. Es ist so ruhig, zu ruhig. Na, was jetzt gleich passiert. Eigentlich, wenn wir da drüber springen. Höchstwahrscheinlich. Mir scheint ja sonst nichts weiter zu sein. Ich kann auch nirgendwo drauf springen. Nee. Okay, dann gehen wir rüber. Ich bin mir sicher, dann triggern wir halt etwas. Nee, Gott sei Dank nicht. Oh, ich höre sie aber. Ich mounte, kommen sie das. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Es ist noch nichts passiert. Da geht's rein. Geh da jetzt noch nicht rein. Ich schau mich erstmal ganz kurz um. Ich muss mal was übersehen, aber ich glaube, wir müssen rein, weil dort dieses Gerät ist. Hm, die Kabel zeigen eigentlich den Weg. Okay, okay, aber ich habe es jetzt anders gemacht. Macht ja nichts. Gehen wir rein hier. Das sind die Surks. Das ist bestimmt hier vom Doc. Ist doch hier irgendwo. Was haben wir denn hier? Ah, nichts, komischerweise. Braucht noch ein Gerät. Oh, das sind eklige Dinge. Furchtbar. Sowas hätte diese Größe niemals erreichen dürfen. Das ist er doch. Das ist also Doc. Wow. Warte, du bist kein Zurück. Bist du da? Das ist mein Abzeichen, das du da trägst. Wie hast du es gefunden? Hat mein Sohn dich geschickt? Oh, Samus, du schlauer Junge. Ich bin schon seit Ewigkeiten allein hier. Ich bin hier gekommen, um einen Defluxor zu testen, aber es ist nicht so gelaufen wie geplant. Ich wünschte, ich könnte wieder nach Hause gehen. Ich vermisse meinen Sohn so sehr. Du kannst dich gerne im Haus umsehen, wenn du willst, aber ich habe keine Ahnung, wie ich rauskommen soll. Ganz ruhig, das kriegen wir schon hin, weil jetzt kommt die schlaue Katze. Warte mal, wir müssen dieses Gerät finden. Oh, was ist das? Ah, das ist doch wieder eine Erinnerung.
Ich habe Menschen gesehen, die solche Kostüme trugen. Die waren klein und rannten umher und machten jede Menge Lärm. Oh je, jetzt erinnere ich mich, es waren Kinder. Oh je, durch sie waren die Straßen so viele Bändige. Trotz aller Schwierigkeiten, die sie ihnen bereiteten, schienen die Erwachsenen sie sehr zu lieben. Doc sagte, er vermisst Seamus. Ist das dasselbe? Was ähnliches, ja. Allerdings. Und... das? Ey, sei vorsichtig mit dem Defluxor. Bei voller Ladung kann er Surks wie Konfetti in die Luft jagen. Dieses Prachtschiff braucht 1,21 Gigawatt. Haben wir es hier mit Dr. Emmett Brown zu tun? Und das Einzige, was hier so viel Saft hat, ist der Generator draußen vor dem Haus. Ja, alles klar. Problem ist, dass er nicht anspringt. Ich glaube, eine Sicherung ist durchgebrannt. Und bei all den Surks hier ist es zu gefährlich für mich rauszugehen und ihn zu reparieren. Ich bin nicht schnell genug, aber vielleicht bist du es. Wenn du den Generator erreichst und die Sicherung auswechselst, sollte ich den Defluxor wieder aufladen können. Komm schon, folge mir. Ich zeig dir, was du tun musst. Okay, jetzt geht los! Also, kriegen wir schon hin. Machen wir mal das Radio, ja. Dahin? Da nach oben, oder? Nein, oder? Aber hier ist er nicht. Okay, geh mal hoch. Da sind wir. Okay. Hier, nimm die Sicherung. Sie ist brandneu. Ah, wenn wir sie einschalten, kommen sie. Sobald du den Generator repariert hast, sollte ich den Deflux so aufladen und in Gang bringen können. Du musst nur diesen Kabel folgen, die Sicherung austauschen und mich dann wieder hier treffen. Viel Glück. Ah ja, ich weiß schon. Ich weiß schon. Aber wir folgen ihm nicht. Weil ich kenne ja diesen Weg. Ganz übler Weg. Hier kommen sie wahrscheinlich raus. Und noch sind sie nicht da. Noch nicht. Okay, jetzt geht's dann gleich los. Fucking shit. Hoffentlich überleben wir das. Auf geht's. Es geht los. Das sind sie doch. Wow! Sie platzen ja wirklich. Soll ich zurückrennen oder soll ich sie alle eher locken? Wow! Hier im Scheinwerferlicht sind wir relativ sicher. Ich könnte jetzt zurück, aber das ist ja echt cool. Gehen wir mal. Scheint ja zu funktionieren. Ja, genau. Und hier? Ich zeige. Okay, hier kommen wir aber durch. Das ist ein Roboterjubel. Erstaunlich, du hast den Generator wieder zum Laufen gebracht. Hast du gesehen, wie stark der Defluxor ist? Das ist definitiv unser Weg hier raus. Warte einen Moment, vielleicht kann ich den Defluxor an deine Drohne befestigen. Ja, wenn wir die Taschenlampe anmachen. Wow, wow, wow. Cool. Es hat geklappt. Der Defluxor ist jetzt an deiner schicken Drohne installiert. Er ist nicht dafür ausgelegt, mit einer so kleinen Stromquelle zu laufen. Wenn du ihn zu oft benutzt, könnte er kaputt gehen. Denk daran, es ist gefährlich. Jetzt lass uns zurück ins Dorf gehen. Ich komme nach Hause, mein Sohn. Okay, krass. Läuft das jetzt? Wahrscheinlich geht das nur im Fall der Fälle. Es ist gar nicht unsere Taschenlampe. Okay. Krass, ey. Schön, dass sie zerplatzen können. Dieser Putzung.
Oh mein Gott. Müsst ihr mal hier platt machen? Schaff uns die Slugs aus dem Weg, damit wir hier durchkommen. Okay. Ah ja. Ah, darfst du nicht zu lang benutzen. Wow, der funktioniert ja super, aber wie ich vermutet habe, kann er überhitzen. Lass ihn ein bisschen abkühlen, wenn das passiert. Ich hoffe, er hält durch, bis wir das Dorf haben. Ja, wir dürfen nur ganz kurz, ne? Aber so schnell haben sie dich nicht ausgesucht. Selbst wenn sie auch wieder hatten, kann ich sie immer noch wegplatzen lassen. Aber noch ein ganz schönes Stück. Ne? Wir sind vorhin ganz schön weit gelaufen. Das Schalter funktioniert nicht. Sieht so aus, als ob aus der Strom abgeschaltet wurde. Was jetzt? Müssen wir irgendwo hoch? Da rein. Wenn der noch überlegt, geh ich schon mal. Dahin, oder? Ah, ne, noch ein bisschen weiter. Was ist das da oben? Ich denke mal, dass wir aber da hin müssen. Ach du Schande. Hier ist Surkhausen angesagt, Leute. Surkhausen. Ja, war ja klar. Hoppale! Abkühlen lassen. Okay, ist abgekühlt und... Just die! Sau geil. Okay. What the shit? Mach die Tür wieder zu. Oh nein. Wir haben überhitzt. Zu viele? Tot. Das erste Mal. Sammy. Okay. Da kam mehr durch, als ich gedacht hatte. Das war echt ein taktischer Fehler. Aber okay, schaffen wir. Schaffen wir. Nochmal. Die Dinger sind nicht nur eklig, sie sind auch gefährlich. So, wieder Abstand. Und wenn wir Abstand haben, dann wieder anmachen. Jetzt. Na gut. Gut. Dann ihm helfen. Oh, wieder aufladen lassen. Er ist überhitzt. Wir müssen aufpassen. Ah, ich sehe nichts. So, er ist wieder da. Er ist wieder da. Und jetzt seid ihr fertig. Sehr gut. Er funktioniert, hat aber eine nur sehr kurze Wirkungsdauer. Das war knapp. Lass uns zurück nach Hause gehen. Puh. Na dann, los. Ich meine, wenn sie alles fressen können, müssten sie auch eigentlich die Türen irgendwann früher oder später durchfressen, oder? Wenn sie sich durch Metall fressen, oder? So, Kausen. Ach, wir sind da schon. Was sind denn wir vorhin für einen Umweg gelaufen? Hm.
Ich gehe schon mal vor, ne? Oh. Oh, doch, doch, doch. Jetzt aber, hä? Huh? Aber schön. Cool, Leute. Fette Geschichte. Danke, dass du Doc gerettet hast, kleiner Freund. Es ist schön zu sehen, dass Samus nicht mehr allein ist. Jetzt wissen wir, dass wir uns gegen die Zurks wehren können. Momo hat in der Nähe der Kanalisation auf dich gewartet. Okay, das ist dann das, was wir nächste Folge machen. Doc und Samus sehen glücklich aus. Ich glaube, wir haben zusammen etwas Gutes getan. Ja, doch, so schaut es wirklich aus. Cool. Okay. Ah, aber einmal sind wir gestorben. Das war das erste Mal. Oh, Sammy. Aber gut. Okay, Leute, das nächste Mal geht es dann wirklich ab. Da versuchen wir wahrscheinlich, denke ich mal, durchzukommen. Wir sind schon ziemlich weit. Ich denke mal, die Hälfte des Spiels haben wir schon erreicht. Also es geht schnell, es ist kein sehr großer Titel. Okay, Leute, vielen Dank, dass ihr reingeschaut habt. Freut mich wirklich. Und nächstes Mal gerne wieder. Euer MacMo. Peace out, Leute.